Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie und euch herzlich begrüßen zu dieser frühen Stunde. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier mit uns zu diskutieren. Rapid Response, Bundespräsidentenwahl 2016. Es gab den einen oder anderen, der behauptet hat, wir hätten vielleicht kein Ergebnis heute Morgen. Geglaubt haben wir es nicht, aber es ist tatsächlich so gekommen, dass das Endergebnis erst heute Abend vorliegen wird, aber das heißt nicht, dass wir nicht schon vieles zu diskutieren hätten. Deswegen freut es mich sehr, hier ein tolles Podium mit mir an Bord zu haben. Ich werde ein paar Fragen stellen und dann natürlich auch gerne wieder das Mikro an Sie und euch übergeben für Beiträge, für Kommentare und für Fragen an das Podium. Wir haben uns Zeit genommen bis 10 Uhr. Also kurz und knackig, 50 Minuten. Und ich darf gleich mal beginnen, das Podium vorzustellen. Ganz zu meiner Rechten, glaube ich, brauche ich nicht allzu viel zu sagen, aber der Form halber trotzdem, Dr. Erhard Busseck, einen schönen guten Morgen. Ex-Vizekanzler und, wie ich sagen darf, auch Mitglied des Kuratoriums von Neos Lab. Daneben Iris Bonavida, Redakteurin für Innenpolitik bei der Tageszeitung Die Presse. Guten Morgen. Neben mir sitzt Ferre Thierry, Bundesgeschäftsführer von Neos. Guten Morgen. Und auch herzlich begrüßen darf ich Peter Hayek, den Geschäftsführer und Gesellschafter von Peter Hayek Public Opinion Strategies, der heute schon auch schon noch früher aufgestanden ist, heute schon Interviews gegeben hat und nachher noch sicher Interviews geben wird. Aber ich habe gehört, dein Urlaub ist bald da anstehend. Insofern danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu diskutieren. Zum Einstieg. Stefan Sengl, ein Berater, hat gestern zum Wahlkampf gemeint, auf den ich gern kurz zurückschauen will. Angesichts dieses Ergebnisses muss man feststellen, dass beide Kandidaten sehr vieles in diesem Wahlkampf richtig gemacht haben. Die beiden Kandidaten selbst haben gestern gesagt, Norbert Hofer, es steht schon jetzt fest, 50% haben FPÖ gewählt, ein Riesenerfolg. Alexander Van der Bellen, ein großer Erfolg für uns. Niemand hat mir und uns zugetraut, dass wir diese Aufholjagd noch schaffen. Auf der anderen Seite hat der Politikwissenschaftler Hubert Zickinger gemeint, egal wer es wird von diesen beiden, keiner wird als Bundespräsident ein starkes Mandat haben. Meine Einstiegsfrage ist daher, egal wie es heute ausgeht, zum jetzigen Zeitpunkt, schauen wir da eigentlich jetzt auf zwei Sieger oder schauen wir da auf zwei Verlierer, Herr Dr. Busseck? Das ist eine gute Frage. Die entscheidende Frage ist, wird die Republik Österreich der Verlierer sein oder der Gewinner? Das ist die eigentliche Problematik. Ich würde von diesen personalisierten Siegvorstellungen mich verabschieden. Das hat überhaupt keinen Sinn. Wir müssen mit dem Ergebnis leben, egal wie es nun hier aussieht. Wobei ich auch sagen muss, in aller Liebe zu sämtlichen Politikwissenschaftlern und sonstigen Analytikern, die sich in der Frage hier reichlich herumtreiben. Es muss ein außerordentlich gut bezahltes Gewerbe sein, weil die Zahl derer, die hier auftreten, nimmt ständig zu, zu meiner Verwunderung. Aber das ist nur eine aggressive Bemerkung, denn man müsste mal eine wissenschaftliche Untersuchung über die Irrtümer dieser Branche auch einmal machen, die ja auch beträchtlich sind. In Wahrheit muss man beide Ergebnisse und ich relativiere genauso das zu erwartende heutige Ergebnis, beide Ergebnisse von der ersten und zweiten Runde zusammennehmen und sagen, was ist daraus herauszulesen. Also die fixen Verhältnisse, das hat aber eh jeder gesagt, in Österreich haben sich in einem gewissen Ausmaß verabschiedet. Es ist eine ungeheure Bewegung. Es hat einmal das Bild gegeben, der Flugsand der Wechselwelle ist eine Wanderdüne geworden. Also im Moment sind es ganze Bergmassive, die in Bewegung sind und auch verfügbar sind. Das kann man als Schrecken und als Trost nehmen. Ich würde sagen, hier in dem Raum würde ich es eher als Trost nehmen, denn sonst müssen Sie in Sorge sein, in Hinkunft überhaupt nicht mehr vorzukommen. Das heißt, eine der Konsequenzen, die dringend notwendig ist, man muss diese ständige Polarisierungsphilosophie, die vertreten wird, dem muss man massiv entgegentreten.
Es ist keine Polarisierung, sondern es wird halt nur zwei Kandidaten geben und Sie können sich nicht für einen dritten und vierten entscheiden, wenn es keinen gibt. Also das ist nun einmal die Natur der Wahl hier. Ist auch nicht hilfreich und ich würde auch nicht da jetzt anfangen, denn man muss die Gräben überwinden und so weiter. Also die Republik Österreich hat schon andere Gräben gehabt, die weitaus tiefergehend und markanter waren. Also dem muss man wirklich strikt entgegentreten. Ich sage Ihnen das auch im Interesse von NEOS, wenn diese Polarisierungsphilosophie weitergeht, gibt sie es nicht mehr. Das muss man ganz nüchtern sagen. Man kann daraus herauslesen, dass sowohl Personen als auch bestimmte Konstellationen durchaus Bürger bewegen. Interessant wird sein die Untersuchung, wie sind die Menschen bewegt worden zwischen erster und zweiter Runde. Da muss einiges passiert sein, vor allem wenn ich mir die Wiener Ergebnisse ansehe. Also dass hier Flächenbezirke, die, das sage ich als alter Wiener Politiker zu meinem Schrecken, freiheitlich votiert haben in der ersten Runde, dann doch offensichtlich in der zweiten Runde sich geändert haben. Also nur die Simmeringer sind sich treu geblieben, während die anderen haben schon eine andere Einstellung erzielt. Bitte, das gibt Hoffnung. Und zwar gibt es Hoffnung in die Richtung, dass die Beweglichkeit des Wählers ungeheuer ist. Daher wird die Frage der Qualität, Politik anzusprechen und die entsprechenden Themen zu bringen, als Notwendigkeit steigen. Das ist auch eine Herausforderung für Sie. Ich glaube, das Kommentieren allein wird hier nicht genügen, sondern es geht darum, welche Faszination von Themen selber ausgeht und das ist das eigentliche Match. Man muss dem Herrn Hofer sehr dankbar sein, ich habe das heute in der Früh da genossen. Er hat gesagt, also zwei Ergebnisse sind ganz sicher, also großartig, wenn er gewinnt. Ergebnis Nummer zwei, Strache muss Bundeskanzler werden. Also da merken Sie, wohin die Richtung geht und wohin diese Seite es treiben will. Und hier braucht es eine Strategie, dem entgegenzutreten. Denn die entscheidende Frage ist ja nicht, dass Strache Bundeskanzler wird, denn eine absolute Mehrheit wird er nicht kriegen, sondern es wird sein, wie schauen mögliche Koalitionen aus und wer ist ein möglicher Koalitionspartner. Und auf das müssen wir uns sehr, sehr konzentrieren, denn es sollten verträgliche Koalitionen sein. Aber so vielleicht zum Einstieg dieses. Vielen Dank. Die beweglichen Wähler sind angesprochen worden. Peter, dein Stichwort. Ja. Was habt ihr denn beobachtet? Wir haben ja einen niedrigen Level, was die Experten betrifft, also speziell die Meinungsforschung betrifft, bei uns sind dann Sprung in der Branche. Das Mikro muss ich einschalten, aber man hört mich eher so. Wir sagen immer, mit Meteorologen und Wirtschaftsforschern nehmen wir es noch alle dabei auf. Aber ich gebe Ihnen absolut recht, dass das, was gestern gekommen ist, nämlich mit der Spaltung der Gesellschaft, das sehe ich nämlich auch überhaupt nicht. Dem habe ich gestern auch versucht, auf Sendung bei BATV entgegenzuhalten, ja. Weil erstens, wie Sie richtig gesagt haben, es gibt halt nur zwei Kandidaten und dahinter finden sich die Menschen und dann wird immer der zum Beispiel der Gender Gap, also das unterschiedliche Wahlverhalten der Frauen genannt und dann auch jenes der Städte und der Länder. Bitte, das wissen wir seit Jahrzehnten, dass die Frauen tendenziell links der Mitte wählen und wir wissen auch, dass die Städte auch tendenziell links der Mitte wählen. Also da gibt es keinen großen Unterschied, das ist auch kein Newswert. Und dann wird immer wieder in Erwähnung gebracht, dass es die, auf der einen Seite, also beim Herrn Hofer, sind die ach so Unzufriedenen, die mit der Regierungspolitik. Na, Sie werden es kaum glauben, auch beim Herrn Van der Bellen finden sich ein ganzer großer Anteil an Menschen, die unzufrieden sind. Und auch dort finden sich Menschen, wenn man dann immer sagt, das sind die. Ich bitte. Ja, habe ich mir schon gedacht. Und auch jene, die sorgenvoll in die Zukunft blicken, ja, das sieht man jetzt schon eine Schwerpunktbildung bei Hofer, aber auch bei den Van der Bellen-Wählern haben wir Menschen, die sagen, ich weiß nicht, die uns auf die Frage antworten, glauben Sie, dass Ihre Kinder einen ähnlichen Lebensstandard haben werden? Da gibt es auch größere Teile, die sagen, nein, das wird möglicherweise nicht so sein. Also dementsprechend sehe ich diese Spaltung auch nicht, vielleicht eine leichte Polarisierung. Auf den Wahlkampf nochmal kurz angesprochen. Diese Gräben zuschütten, ich meine, was hatten wir? Wir hatten eine ATV-Diskussion, die hat das ein bisschen entgleist. Der Rest, ja, aber entschuldigen Sie, schauen Sie hinüber in die USA, was da in der Wahlkampf liegt. Da ist der Herr Trump, gut, der ist eine eigene Liga, aber trotzdem, der sagte Mark Rubio auf offener Bühne, he's a little, you little liar. Ich meine, wenn das passiert hier bei uns, dann haben sie einen Aufschrei in der Nation. Dementsprechend würde ich das, und ich glaube, da wird mir Erhard Busseck zustimmen, möglicherweise in den 50er und 60ern hat es da ganz andere Wahlkämpfe auch gegeben. Also ich erinnere nur an den echten Österreicher zum Beispiel oder andere Dinge. Also da hat sich Rot und Schwarz nichts geschenkt. Ja.
Was für uns interessant ist aus Wählersicht, auch da hat Erhard Bussek das sehr, sehr treffend beschrieben. Wir wissen, also früher gab es den berühmten Stammwähler, Sie wissen, auf der einen Seite Arbeit, auf der anderen Seite Bürger Bauer Edelmann. Dann kam der politische Flugsand. Ich glaube, Gehmacher hat den Begriff geprägt, aber ist egal, von den Wählern, die zu wechseln beginnen. Und dann kam der Wechselwähler. Und heute sprechen wir von einem sogenannten Stimmungswähler. Die Forschungsgruppe Wahlen der Universität Heidelberg nimmt den schon mittlerweile mit einem satten Drittel an. Was ist und wer ist der Stimmungswähler? Das sind Menschen, die haben natürlich, wie jeder Mensch übrigens, ein Werteset. Ich finde es immer so lustig, wenn Parteien sagen, wir haben die Werte und die anderen nicht. Das finde ich immer, weil jede politische Gruppierung hat Werte für sich und jeder Wähler und Wählerin hat die eigenen Werte. Und in diesem Mindset passen aber mittlerweile mehrere Bewegungen hinein. Also da nehmen wir zum Beispiel Menschen, die sagen, die so aus dem bürgerlichen Spektrum kommen, für die ist dann die ÖVP wählbar, aber auch die NEOS wählbar, aber auch die Grünen zum Beispiel wählbar. Und wenn ich diese Menschen 2 bis 3 Monate vor der Wahl mit einem, oder auch knapper davor, mit einem Thema ansprechen kann, emotional auch ansprechen kann, dann habe ich die große Chance, eine Stimme zu bekommen. Und das hat sich eben geändert und dadurch haben sie natürlich auch größere Verschränkungen. Und dann gibt es natürlich auch immer noch den Sympathiefaktor. Wir wissen aus den Umfragen, das ist ganz spannend, Alexander Van der Bellen-Wähler, die sagen, ich wähle Van der Bellen, aber sympathischer findet den Hofer, interessanterweise. Da kommt dann auch ein bisschen Taktik ins Spiel. Aber das, was wir beobachten konnten, ist die Wähler sind, und deshalb macht es auch für uns so schwer bei der Eingrenzung, sind nicht mehr so eingrenzbar wie früher. Das macht es aber auch spannend und interessant und deshalb glaube ich aber auch nicht an die Spaltung, sondern ja, es hat einen Wahlkampf gegeben, es hat eine leichte Polarisierung gegeben. Aber ich glaube nicht, dass das die Österreicher vor große Probleme stellen wird in der nächsten Zeit. Vielen Dank. Iris Bonavida, die Rolle der Medien, der ATV-Debatte ist schon angesprochen worden. Manche haben gemeint, das hat das Amt beschädigt und da war ganz viel negative Energie. Andere haben gemeint, das war ein Sturm im Wasserglas, das hat sich rein in der Blase abgespielt, war alles übertrieben. Wie haben Sie es denn erlebt und auch in Bezug auf diese sozusagen Sieger-Verlierer-Debatte, wie polarisierend war denn auch die Debatte in den Medien über die letzten Monate? Also die Debatte in den Medien war, also die Medien spielen ja natürlich auch mit diesen zwei Lagern, mit dieser Polarisierung. Das ist natürlich eine bessere Schlagzeile als das Land ist eh nicht gespalten, es ist alles gut. Ja, also insofern, natürlich haben die Medien auch damit gespielt, um jetzt auch auf die Frage Sieger oder Verlierer zurückzukommen. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wer ist der Sieger bei der Wahl, dann natürlich Norbert Hofer. Ja, also warum? Jeder zweite Wähler fast hat jetzt am Sonntag ein Kreuz bei der FPÖ gemacht. Ja, das heißt jetzt nicht, dass es bei der Nationalratswahl auch so sein müsste. Aber Einspruch. Aber es ist zumindest ein Zeichen. Ja. Ich bin bei Ihnen. Einspruch. Danke. Und natürlich hat das mit der Person Norbert Hofer zu tun, ja, mit seinen Sympathiewerten, mit seiner smarten Art zu sprechen und sich zu geben. Ja. Aber für die Regierung ist das natürlich auch ein Zeichen. Ja. Also der Kerneffekt ist zwar da, plus 8 Prozentpunkte habe ich heute gesehen bei einer Umfrage, aber natürlich ist die FPÖ noch immer vorn und wenn sie sich jetzt wirklich bis zur nächsten Nationalratswahl, die spätestens in 2 Jahren sein wird, also wenn sie da jetzt nicht eine Koalition mit den Blauen eingehen wollen oder in die Opposition gehen wollen, dann müssen sie sich ja tatsächlich etwas einfallen lassen. Und Van der Bellen, ja, also von einem Sieg zu sprechen, von Van der Bellen, also das würde ich nicht machen, weil es hat ja nicht Van der Bellen als Person gewonnen, sondern auch diese Stimmung gegen Norbert Hofer. Würden wir heute hier ohne Ergebnis da sitzen, hätte die SPÖ ihren Vorsitzenden nicht ausgewechselt? Ich glaube nicht, dass das so eine große Rolle gespielt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein paar sich gedacht haben, okay, mein Protest ist angekommen, ich bleibe zu Hause möglicherweise, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt das Wahlergebnis so signifikant beeinflusst hat, dass jetzt der Christian Kern dasteht. Ja, seine Rede hat sehr viele positiv überrascht, aber ich glaube, dafür war die Stimmung in der Bevölkerung zu sehr auf Protest ausgelegt. Vielen Dank. Ferry, aus deiner Sicht, wir haben gehört, hier kommt etwas in Bewegung, das ist eine Chance, natürlich trägt das auch gewisse Risiken in sich. Wie ist denn dein Blick auf die Situation als Bundesgeschäftsführer?
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich glaube, das Wahlergebnis zeigt, wie bewegt unsere Zeiten sind. Vielleicht noch nur zwei, drei Ergänzungen zu den folgenden Fragen. Ich sehe auch nicht das Problem der großen Polarisierung, also sozusagen, oder der Gräben, die da aufgerissen worden sind. Aber ich glaube, dass beide, egal wer es wird, die große Verantwortung haben, sich um die andere Hälfte der Wählerschaft zu kümmern. Und sie sind beide tendenziell relativ weit von denen entfernt. Sie sind ja teilweise schon von ihren eigenen Wählern relativ weit entfernt, weil der Van der Bellen hat viele seiner Wähler am Sonntag gehabt, die ihn eigentlich nicht mögen oder nicht wollen. Und beim Hofer war es viel Protest. Also insofern haben die viel noch zu holen, aufzuholen in den nächsten 6 Jahren. Also egal wer Bundespräsident wird, er hat hier tatsächlich viel an Verantwortung, auch Brücken zu schlagen zu den Menschen, die nicht hundertprozentig hinter ihm stehen. Ich glaube, dass man beiden Anerkennung zollen muss für das Ergebnis. Van der Bellen hat halt geschafft, viele hinter sich zu scharen, nicht wegen seiner Persönlichkeit. Ich finde, er hat da in den letzten Wochen ganz wenig dazu beigetragen, dass er überhaupt da bei den 50% liegt. Ich glaube sehr wohl, dass der Kern da, glaube ich, viel beeinflusst hat noch diese letzte Woche. Insofern glaube ich auch, wäre der Faymann 2 Wochen früher zurückgetreten, dann hätte es ein klareres Ergebnis jetzt gegeben, nämlich zugunsten Van der Bellen. Aber gut. Gewagt. Also insofern glaube ich schon, dass da hier was in Bewegung gekommen ist. Ich glaube, dass eher die Kandidaten vielleicht noch in den nächsten Wochen beschädigt werden, weil ich davon ausgehe, dass egal wer unterliegt, es zu einer Neuauszählung der Stimmen kommen wird. Und wir dann noch die nächsten Wochen noch eine Diskussion haben werden, wer jetzt wirklich Bundespräsident wird oder nicht. Und da wird es noch zu einer Beschädigung kommen. Ja, das fürchte ich eher. Die FPÖ hat ja gestern schon angefangen zu spekulieren, ja, und zu kritisieren, dass mit der Wahlkartenauszählung, das kann nicht richtig gelaufen sein. Also da merkt man schon, also wenn sie verlieren, dann werden sie schlechte Verlierer sein. Ja. Ich glaube, dass die FPÖ insofern profitiert von diesem Wahlergebnis, weil sie ihre Wählbarkeit massiv erhöht hat. Und jetzt haben wir natürlich viele Hofer gewählt, die nicht FPÖ wählen, aber was wir auch sehen ist, die FPÖ hatte über viele, viele Jahre einen Plafond von gut 30%. Und die FPÖ war die einzige Partei, die es geschafft hat, diesen Plafond weitgehend auszuschöpfen, das heißt ihr Potenzial auszuschöpfen. Und erstmals sehen wir, dass dieses Potenzial gestiegen ist. Wir wissen jetzt, dass über 40% der Menschen in Österreich sagen, die FPÖ finde ich sehr sympathisch oder eher sympathisch, das war noch nie. Und plötzlich ist auch ein Kandidat dieser Partei, die angeblich so verpönt ist, jetzt aus Sicht der anderen, plötzlich im Bereich der 50%. Und insofern glaube ich schon, dass das Ergebnis der FPÖ nützt und sie wählbarer wird. Hingegen glaube ich nicht, dass die Grünen sehr viel profitieren werden von diesem Wahlergebnis. Also selbst wenn Van der Bellen Bundespräsident wird, wird das keinen großen Auftrieb geben für die Grünen. Ja. Aber die FPÖ macht damit schon Meter. Peter, Herr Dr. Busseck von ja, der Seite. Ob der Kern, das werden wir nie wissen und eruieren können, und wenn Faymann vorher zurückgetreten wäre, also das würde ich dahingestellt lassen. Ich glaube nicht, dass es eine Stimme für Hofer gleichzeitig eine Stimme für die FPÖ ist. Nein, nein, ich habe ja auch gesagt, bei der Nationalratswahl würde nicht jeder dann FPÖ wählen. Aber ja, es ist natürlich, ja, also da ist Ferri Zirin natürlich zuzustimmen, also die Wählbarkeit wurde sicher erhöht, und wenn jetzt natürlich Norbert Hofer Bundespräsident werden sollte, dann wird das deshalb auch sehr spannend, weil ich glaube, er wird sich dann betont staatstragend geben, weil ja die Freiheitlichen speziell nach ihrer Regierungsbeteiligung 2000 bis 2002 und natürlich auch in Kärnten zeigen müssen, dass sie staatstragend auch sein können und dass man ihnen vertrauen kann, und das wäre dann quasi die Rutsche, die emotionale für Heinz-Christian Strache. Die Frage ist, und die können wir alle nicht beantworten, wir haben aber in dieser Presseaussendung auch gesagt, dass das eine Momentaufnahme ist, nämlich die Sonntagsfrage, die jetzt gespielt wurde. Also da muss man jetzt eins dazu sagen. ÖVP und SPÖ haben nach dem ersten Wahlgang und knapp vor Faymann Rücktritt wirklich ein ziemliches Tief gehabt. Die sind unter die 20%-Marke gerutscht. Weiß ich schon, Umfragen muss man immer mit einer gewissen Vorsicht betrachten, aber vom Trendverlauf her hat man das gesehen, dass es runtergegangen ist. So, jetzt kommt Kern. Wir sehen, die SPÖ steigt wieder sehr stark an. Interessanterweise, ÖVP bleibt noch picken, was ein Problem bedeuten könnte, schon wiederum für die Koalition an sich, weil sie wissen, man schaut ja doch auf die Umfragen. Aber da ist viel in Bewegung, und auch jene Wähler und Wählerinnen, die derzeit im größeren Maß zu den Freiheitlichen tendieren, ich würde mal sagen 20 bis 25%, also
bisschen mehr als die Hälfte der sagen wir mal 60-70% der freiheitlichen Wählerschaft sind gefestigt, der Rest ist sehr, sehr beweglich. Und da kann sich noch viel tun. Also wir werden, wie die nächsten Nationalratswahlen ausgehen, das weiß heute wirklich kein Mensch. Ja. Herr Dr. Wussek, was für eine Auswirkung hat denn das Wahlergebnis aus Ihrer Sicht auf die ÖVP? Da wird immer wieder spekuliert. Ja, hoffentlich hat es eine. Das, was ich sehr kritisch sehe, ist, dass man eigentlich ja die Veränderung kehren, die ich grundsätzlich für positiv halte, möchte ich dazu sagen, darauf nicht reagiert. Oder sagt mir, sind eigentlich eh schon dort, wo der eigentlich jetzt erst hin muss, und das ist mit Sicherheit ein Fehler. Auch die ÖVP muss sich bewegen und muss andere Verhaltensweisen an den Tag legen, wobei also das auch ein Problem für Kern oder seine Mannschaft ist. Also der Frau Unterrichtsministerin, die ich an sich persönlich schätze, weil ich sie ganz gut kenne, wünsche ich viel Vergnügen. Also ich würde sagen, gegen den Ministerialapparat, gegen die eigene Partei, gegen die Gewerkschaftsvertretung und so weiter, da kann ich nur sagen, hoffentlich hat sie die Härte, die ich hier zum Teil wirklich zumute, Gott sei Dank. Aber das kann sie nur mit Unterstützung aus der eigenen Partei. Ich meine, sozusagen in den alten Formen zu verhalten, da kann wieder die Gesamtschule, das allein genügt nicht. Ich meine, da habt ihr bei NEOS sozusagen, bei Gott, weitaus fortschrittlichere Vorstellungen in diese Richtung, muss ich ganz positiv sagen. Hier bleibt man wieder in den alten Mustern hängen. Und das wird die eigentliche Frage. Und das ist auch das Problem für die ÖVP, um bei ihrer Frage zu bleiben. Ich glaube, die haben ein bisschen das Gefühl, uns ist eh nichts passiert, weil wir gar nicht vorkommen sind. Ne? Also ich würde nachdenklich sein langsam darüber, wenn man nicht vorkommt. Das ist wahrscheinlich einer der größten Fehler, der einem überhaupt passieren. Politik lebt von Ereignissen und dass darüber selbstverständlich berichtet wird. Ich möchte ein bisschen noch auf die Medienfrage eingehen, auch im Zusammenhang mit Kern und seiner Wirkung. Das ist ein typischer Ablauf. Verzeihen Sie einem bemoosten Haupt wie mir, ich kenne das jetzt schon. Neuer Obmann, Jubel, die Zahlen steigen, ganz herrlich, und nach 3 oder 4 Wochen schaut die Welt in Wirklichkeit anders aus. Da ist in Wirklichkeit noch gar nichts passiert. Also ich kann nur hoffen, dass der Herr Kern dem Jubel der Medien nicht zum Opfer fällt. Und ich würde ihn warnen, die Zeitungen zu lesen und meinen, dass das schon die Wirklichkeit ist. Wir brauchen eine andere Diskussion, zum Beispiel ein bisschen in die Richtung der Medien. Es muss stärker nachgefragt werden, was die FPÖ überhaupt will. Das ist bitte nicht bekannt. Sie will das nicht, was existiert. Das ist auch sehr schwer herauszufinden, ja. Ja, aber das müsst ihr schreiben, dass das nicht rauszufinden ist. Ja, zum Teil machen wir das schon, ja. Ja, zum Teil. Das ist also in Wirklichkeit sehr schwach, weil einige Personen, die auftreten sind, sind ja auf irgendeine Weise ein Programm. Also ich habe eine Diskussion durchgeführt, geht es nicht darum, dass ich mich jetzt da in der Licht stelle bei Servus TV. Ich habe also die beiden anwesenden Freiheitlichen, den Herrn Fichtenbauer und den früheren dritten Nationalratspräsidenten gefragt, na, wie ist das mit der Führungsgarnitur und der Intelligenz, die ich schicke? Ne? Die haben strahlend, das ist mir zum ersten Mal passiert, zugegeben, dass das Gott sei Dank alles Schlagende sind. Ne? Das sind Dinge, die man aufgreifen muss einfach, weil das ist ja ein bestimmtes Denken, das hier existiert. Das ist ja innerhalb der FPÖ, sage ich jetzt fast zur Verteidigung der FPÖ, eine Minderheitengruppe, aber eine sehr agile und sehr entschlossene. Das ist der entscheidende Punkt. Der Rauscher hat das ein bisschen aufgegriffen in den letzten Tagen hinsichtlich der Netzwerke im Standard, aber das allein genügt nicht. Hier muss also angesichts unter der Vorstellung, dass der Herr Hofer sehr deutlich gesagt hat, es geht um die Nationalratswahl und Strache muss Bundeskanzler werden, wird da eine ganz bestimmte Debatte hier bekommen. Und die muss man in die Richtung umlegen. Es geht nicht darum, dass der Strache oder wer sonst Bundeskanzler wird, sondern was überhaupt für eine Politik gemacht wird und welche Auswirkungen die hat. Die Frage wird mir meines Erachtens auch zu wenig behandelt. Diese Kritik bitte auch in Richtung NEOS. Ihr müsst auf dem Sektor aktiver werden und diese Fragen stellen und eure Vorstellungen noch stärker durchzubringen. Ich weiß, jetzt kommt, das ist schwierig bei den Medien, da gebe ich Ihnen recht, möchte ich hier fair sein. Aber ich glaube, man kann mit einigen Dingen doch noch mehr Aufmerksamkeit erzielen, als das bislang möglich war. Ich muss jetzt natürlich die Medien verteidigen. Ja. Also wir in der Presse sprechen ja auch genau über das Thema. Ja, man muss versuchen, wirklich die FPÖ auf diese Themen festzunageln, auf ihre Forderungen. Zum Teil sehr schwierig, wir versuchen es auch. Wir werden es wahrscheinlich noch mehr versuchen jetzt. Aber es ist auch recht schwer, ja, weil wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, ich habe das zu Zeiten der
also vor einem Jahr dann auch probiert mit diesen Zahlen, die der Strache gepostet hat auf Facebook, oder ist es noch länger her, und immer wieder dann einfach nüchtern aufzählen, was kriegt jetzt wirklich ein Asylwerber und was nicht und hin und her. Aber die Debatte findet auf so einer emotionalen Ebene statt, dass ich das Gefühl habe, dass Fakten zum Teil auch gar nicht mehr greifen. Also es ist auch wirklich schwierig, diese unter Anführungszeichen Entzauberung der FPÖ zu machen. Und noch kurz zur ÖVP. Ich glaube, dass es für den Reinhold Mitterlehn eine extrem schwierige Situation ist, ja, weil er hat ja schon bei der Rochade von Mikl Leitner-Sobotka gemeint, er hat ja eh versucht, also sein Team, sein Regierungsteam umzubilden, auch damit es mehr Frauen gibt, aber er hat es denn irgendwie nicht geschafft und er nimmt eh an, dass er der Chef ist, aber keine Ahnung. Was macht er jetzt? Also er kann sein Team oder will sein Team nicht umbilden, er kann aber auch nicht in Neuwahlen gehen, da ist eh klar, der Spitzenkandidat wird nicht Reinhold Mitterlehner heißen, oder er wuschelt jetzt weiter, wie er selbst sagt, oder sie schaffen es wirklich jetzt Reformen zu machen, aber da wird der Erfolg sicher nicht bei der ÖVP haften bleiben. Also weiter wurschteln. Darf ich ein bisschen dazu kommentieren? Ja. Ich glaube, jetzt es geht man den Medien, hat eh keinen Sinn, aber ich glaube, ihr solltet jetzt mehr darauf verweisen, wie die Entscheidungsträger in den beiden Regierungsparteien funktionieren. Also es wäre, glaube ich, dringend notwendig, diese Allianz der Landeshauptleute, dass sie die Politik in ÖVP und SPÖ entscheiden, in die Luft zu sprengen. Und zwar mit dem Wahlergebnis, das jetzt passiert ist. Ne? Denn Sie haben hier das interessante burgenländische Wahlergebnis, die offensichtlich alle schon am rechten Rand sind, samt der ganzen SPÖ. Dann haben Sie gewisse Wandel in der Wiener SPÖ, die also offensichtlich hier mehr Van der Bellen zugeneigt hat, mit einem Ergebnis, was mich beeindruckt hat. Ich hatte dort die größten Sorge. Und bei der ÖVP sind also durchaus auch einige Länder etwas anders geworden, Vorarlberg und so weiter. Ich glaube, das muss man aufgreifen und muss man jetzt sagen, sollen die geschätzten Landeshauptleute hier wirklich entscheiden oder soll man nicht dringend versuchen, sie in bestimmten Bereichen der Politik zu entsorgen? Zum Beispiel in der Bildungspolitik und ähnliches mehr. Das ist einer der größten Hindernisse für die Bildungspolitik, weil die einfach nur die Stellen vergeben wollen. Es ist völlig wurscht, was unterrichtet wird. Aber solche Artikel haben wir massenhaft schon geschrieben. Ja, und die sind massenhaft immer noch da. Habt ihr es nicht geschrieben, naja, habt ihr es nicht sehr akzentuiert geschrieben. Ihr seid in bestimmten Dingen so vornehm. Die vornehmste Aufgabe der Presse ist die Sonntagszeitung. Das ist offensichtlich nach dem kirchlichen Nachtgebet, wo halte fern, o Herr, was meine Ruhe stört. Die Presse kann vom Grundsätzlichen ihrer Geschichte her durchaus aggressiver sein, als sie das gegenwärtig ist. Herzliche Grüße an den Rainer Nowak. Werde ich ausrichten, ja. Es ist angesprochen worden, man müsste die Allianz der Landeshauptleute sprengen. Ferry, auch Neos hat von Allianz gesprochen, auch Neos ist kritisiert worden. Was ist denn dein Blick? Wie geht es denn weiter nach heute, also morgen, ob jetzt Van der Bellen oder Hofer Präsident wird? Ich glaube, man muss sich halt die tatsächlichen Ursachen für diese Ergebnisse anschauen. Zum einen noch zum Thema FPÖ. Ich glaube, es geht ja nicht nur um Fakten oder Legende oder Mythen, sondern es geht auch darum, dass, glaube ich, die heutige FPÖ schon eine andere ist als in den 90ern. Der Dr. Busek wird das auch beurteilen können, weil er die damalige FPÖ, glaube ich, ganz gut kennt. Ich glaube, dass die FPÖ unter Jörg Haider tatsächlich mehr wollte auch. Also ich glaube, dass der Haider, egal wie man ihn sieht, aber der hat auch eine Vision von Österreich gehabt, hat über eine dritte Republik gesprochen, das kann man jetzt alles gut oder schlecht finden, aber der hatte ein Bild, wie er dieses Land verändern will, und zwar sehr radikal. Und das sehe ich bei der heutigen FPÖ überhaupt nicht. Ich glaube, dass die überhaupt kein Bild haben von dem, was... Oh ja, Posten besetzen. Ja, das mag sein. Ne? Also und darauf ist es reduziert und das ist, glaube ich, auch ein markanter Qualitätsunterschied. Umso erstaunlicher oder, glaube ich, eben dann nicht erstaunlich in Anbetracht der Ursachen, dass die FPÖ trotzdem Erfolg hat. Ich glaube ja, dass Österreich ja da hier keine Insel ist. In Wirklichkeit ist der Erfolg der FPÖ und die politische Entwicklung ein Beispiel für eine weltweite Entwicklung. Europäische Entwicklung. Und weltweit, würde ich sogar sagen, weil auch ein Donald Trump ist ein Symptom dafür. Ich behaupte, das hat seinen Anlass, nicht seinen Grund, aber seinen Anlass durchaus auch in der Weltwirtschaftskrise seit 2008. Die nicht nur große Verwerfungen in der Wirtschaft und auf den Arbeitsmärkten erzeugt hat, sondern auch in der Demokratie einiges ins Rollen gebracht hat, weil die Menschen gesehen haben, irgendwie haben die Leute das nicht im Griff, die da oben, die regieren, was da passiert. Es verlieren reihenweise Leute ihre Arbeit, ja, und es wird auch nicht gegengesteuert.
Und jetzt, in jüngster Zeit, und jetzt kommen auch noch die ganzen Leute aus Asien und aus Afrika und aus dem Mittleren Osten oder woher auch immer und nehmen uns unsere letzten Arbeitsplätze weg. Und dem gegenüber steht eine politische Kaste, die darauf keine Antworten hat, kein entsprechendes Management an den Tag legt und stattdessen sich eigentlich im Wesentlichen um sich selber kümmert. Und dann sind wir wieder bei den alten verfilzten Machtkartellen und da ist halt Österreich ein besonders schönes Beispiel, aber auch, wie gesagt, nicht das einzige. Und das ist natürlich ein hervorragender, fruchtbarer Boden für populistische Kräfte, die es ja in anderen Ländern auch gibt. In den 2013 ist in Tschechien der Miloš Zeman gewählt worden mit sexistischen, sudetendeutschen feindlichen Äußerungen, wo er den Schwarzenberg heruntergemacht hat. Der Trump ist derzeit fährt von einem Erfolg zum anderen mit Sexismus, mit fremdenfeindlichen Äußerungen. Da gibt es kaum eine Gruppe, die er auslässt, die er nicht beleidigt, die er schon noch nicht beleidigt hat. Und so jetzt ist vor kurzem auf den Philippinen ein Staatspräsident gewählt worden, der bekannt worden ist dafür, dass er Witze über Vergewaltigungsopfer macht. Und 100.000 Gefangene hinrichten lassen möchte. Ja, also das ist ja ein weltweiter Trend. Und das ist aber, glaube ich, die Reaktion tatsächlich auf ein Polizsystem, das nicht mehr imstande ist, Antworten zu geben. Und jetzt komme ich auf die Frage zurück, also was sind die Antworten für die Zukunft? Ich glaube, dass wir tatsächlich, dass das sozusagen die etablierten Parteien das erkennen müssen und erkennen müssen, dass sie hier tatsächlich einen Reformbedarf haben, dass sie erstens Managementqualitäten zeigen müssen, sie müssen auch Führungsqualitäten zeigen, das ist das zum einen, und sie müssen auch die Zeichen der Zeit erkennen, was auch Demokratie betrifft. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass mehr Teilhabe die Antwort auf die aktuellen Fragen ist. Ich glaube, weil manche immer wieder sagen, um Gottes Willen, in der Stimmung kann man doch Menschen nicht abstimmen lassen. Nur das ist auch das Problem, dass die Menschen auch nicht das Gefühl haben, dass mit ihnen diese politischen Entscheidungen irgendwas zu tun haben. Ich glaube, umso mehr, dass man Menschen beteiligen muss an diesen politischen Prozessen, dann werden sie auch mehr Verständnis für diese politischen Prozesse haben. Zwischenruf, und da seid ihr ja ordentlich, dringend jetzt eine Wahlrechtsreform ins Gespräch zu bringen, Personalisierung, halte ich für ganz entscheidend. Momentan sind die zwei Regierungsparteien in Bedrängnis, die müssten wir in die Richtung schieben, das auch in Wirklichkeit zu machen, denn nur so können sie in Wahrheit überleben und zu einer besseren Qualität von den Repräsentanten kommen. Ihr wart die Einzigen, die die Vorschläge aufgenommen haben. Ich bin Mitinitiator, gemeinsam mit Friedhelm Frieschenschlager. Wir sind grandios gescheitert mit unserer Initiative. Deswegen bringe ich es nicht ins Gespräch. Aber die Wahlrechtsreform könnte diese Regierung noch hinbringen. Das wäre eine ganz wesentliche Angelegenheit. Ich bin mir nicht sicher, ob die das überhaupt kapieren. Ich weiß, der Freund Franz Fischler hat da Initiativen unternommen in die Richtung, die aufzuwecken. Ich weiß aber nicht, ob er bis in die Tiefen des Schlafes vorgedrungen ist. Vielen Dank. Ich würde es an dieser Stelle gerne für Sie und für euch öffnen. Wir haben ein Teilhabe wegen. Wir haben ein Mikrofon, das im Raum herumgeht. Bitte einfach die Hand heben, kurz vorstellen und bitte keine Co-Referate zu halten, sondern Beiträge oder Fragen zu stellen. Bitte schön. Kurze Frage. Christoph Angerer ist mein Name. Niederösterreich, vor allem Landesteam Niederösterreich, Gemeinderat in Purkersdorf und erweiterter Vorstand bei NEOS. Meine Frage, ein bisschen wieder einzuzoomen in Richtung FPÖ, inwieweit wird die wahrscheinliche Niederlage des Norbert Hofer ihm zu einem sehr starken Player in der FPÖ machen? Weil ich habe das Gefühl, dass er jetzt einerseits unglaubliche Bekanntheit hat, andererseits eigentlich der bessere Kanzlerkandidat ist, als Strache je sein wird. Wäre ich Herbert Kickl, was zum Glück noch nicht mir in diese Verlegenheit gekommen bin, ich würde den Norbert Hofer eigentlich um zwei Stufen besser als Spitzenkandidat halten, als den auch mittlerweile relativ abgenutzten in jeder Hinsicht Strache. Was ist da die Meinung des Panels? Vielen Dank, wir nehmen gleich die zweite mit dazu. Ja, ich habe drei Bemerkungen. Bitte mit Mikro, nur für den Livestream, danke. Frischenschlager, drei Bemerkungen. Das erste, ich glaube, den zweiten Wahlkampf brauchen wir uns überhaupt nicht weiß Gott wie befassen. Da haben sie die Leute notgedrungen, wie jeder von uns da erinnern, irgendwo wollen wir es. Ne? Und wir haben es ja hoffentlich mit Erfolg Richtung Van der Bellen gemacht. Das zweite ist,
die Auseinandersetzung mit der FPÖ. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil der erste Wahlgang war ja für uns, ist ja an sich der viel der spannendere. Ne? Wie war es möglich, dass zwei machtvolle Parteien auf dieses Niveau absinken konnten? Das verlieren werden, fein, aber 13-12% in Wien haben sie ja noch immer annähernd so viele Mitglieder, als sie Wähler hatten, die SPÖ meine ich zum Beispiel. Ne? Also das ist viel spannender, was ist da passiert? Ne? Weil da war der Zusammenbruch des traditionellen Parteiensystems endgültig, der lange erodiert ist. Die dritte Frage, Auseinandersetzung mit der FPÖ, da glaube ich, da müssen wir wirklich als NEOS ganz beinhart einfach wirklich den Kampf inhaltlich aufnehmen. Ganz konkret, die sind wahnsinnig schwach, das wissen sie übrigens auch in der FPÖ. Das ist ihnen völlig klar, dass nichts dahinter ist. Und das, also diese Art von Wahlkampf, wie sie ist halt meisterhaft bestehen, ist das eine. Das andere, wir könnten uns als NEOS ganz massiv mit den inhaltlichen Alternativen, das ist ein, ich sage es jetzt wirklich verkürzt, ein Blödsinn, was wirklich Österreich braucht, ist. Und damit können wir zugleich die nächste wirkliche Auseinandersetzung wird um die Regierungsfähigkeit gehen. Und da müssen wir Profil gewinnen, und zwar inhaltlich substanziell und so, dass man es auch wirklich in Koalitionsverhandlungen hineinbringen kann. Ganz konkret. Ne? Und dann nicht, dass es uns das nicht auch wieder am Kopf fällt, wenn es uns gelingen sollte. Das ist, glaube ich, die Auseinandersetzung. Wir können das gut transportieren, meines Erachtens, indem wir als wesentlich kleinere Partei diese Herausforderung Richtung FPÖ aufbauen. Ganz was, sie sagen ja laufend was. Und da wirklich immer gleich dagegen stechen. Das, glaube ich, könnte eine Strategie sein, die uns nutzt und der Republik im Übrigen auch. Bernd Ulrich hat dazu auch einen Kommentar in der Zeit verfasst, der auch besagt, Liberale müssen wieder stärker kämpfen lernen, um gegen die Autoritären inhaltlich zu bestehen. Peter, wenn ich die Frage gleich an dich richten darf, zum Thema Hofer, wenn du die FPÖ beraten würdest, würdest du empfehlen, Hofer sollte er es nicht werden, als Bundeskanzlerkandidat in Stellung zu bringen? Natürlich nicht, weil von der Theorie her, ja, aber das tut ja was mit der Partei. Also schon allein die Auseinandersetzung, die man in der Partei hätte, wäre eine Katastrophe. Strache ist für Sie natürlich, keine Frage, ist er abgenützt. Ja? Aber für da draußen, da gibt es Menschen, die finden den ganz, ganz wunderbar und der ist gut positioniert und er hat seine Wählergruppe und es würde einfach, wie gesagt, wahnsinnig viel Unruhe hineinbringen. Aber was sie natürlich geschafft haben, ist, sie haben eine tolle Nummer 2 geschaffen. Sie haben einen neuen zweiten Player neben Strache und sie sind, ich habe das gestern schon gesagt, eigentlich in einer recht komfortablen Situation, weil wird Hofer Bundespräsident, dann haben Sie ein ganz, ganz wichtiges Amt, wenn nicht das wichtigste Amt im Staat, für sich einmal geholt. Wird es nicht, können Sie auch weiterhin den Anti-Establishment-Faktor spielen, weil das Establishment hat Sie ja nicht zugelassen. Und haben dann aber mit Norbert Hofer einen zweiten Kandidaten, was man nicht vergessen darf, irgendwann, und jetzt, ich weiß schon, das ist nur das Burgenland, ja, aber es wird irgendwann zu einem Wechsel kommen vom Hans Nissl und dann besteht die große Möglichkeit, sich auch ein Bundesland als einen Landeshauptmann, wie gesagt, es ist nur das Burgenland, aber wenn man mal ein Bundesland für also sich nur das hat, Burgenland muss ich jetzt zurückweisen als Burgenländer, aber es ich sage dazu, weil es nur 3% der Gesamtwählerschaft für sich hat. Aber das wäre natürlich auch wieder eine Signalwirkung, wobei dann auf der anderen Seite der Hans-Peter Doskozil stehen wird, aller voraus. Na, das wird dann auch eine spannende Auseinandersetzung. Also, schieriges nein, Match werden wahrscheinlich. Nein, es wird spannend. Also nein, ich würde den Wechsel nicht machen. Und die zwei machtvollen Parteien, zum Helmut Frischenschlager noch, daran hat man gesehen, dass sie ehemals machtvolle Partei waren. Man muss aber schon auch sagen, also es war natürlich auch der Stimmung geschuldet, es war aber auch ein bisschen den beiden Kandidaten geschuldet. Die haben ein bisschen aus der Zeit gefallen gewirkt und ich weiß, ich habe da zu wenig Einblick in dem Fall jetzt bei der ÖVP, bei der SPÖ, hat man gemerkt, dass die Bundespartei selbst nicht rasend hinter diesem Wahlkampf gestanden ist. Also der Rudolf Hunsdorfer wurde mit seinem Team auch ein bisschen, ja, aber
aber in Wirklichkeit ist man bei den letzten Stammwählern angelangt. Das war, und die, die zwar zur Sozialdemokratie oder zur ÖVP noch immer eine Affinität haben und sie auch wählen würden, da sind wir wieder bei den neuen Wählern, die haben sich aber bei diesen beiden Kandidaten nicht gefunden. Relativ easy. Also, das Leben ist einfach. Ich würde noch gerne einhaken bei der Frage Umgang mit der FPÖ. Ich hielte es für falsch, wenn wir jetzt sagen würden, die FPÖ ist jetzt unser erklärter Hauptgegner und wir müssen jetzt alle unsere Ressourcen darin investieren, gegen die FPÖ anzukämpfen. Das hielt ich für völlig falsch. Ich glaube, noch einmal, um das, auf das zurückzukommen, was ich vorher schon gesagt habe, es geht um drei Punkte. Erstens, Reformen zu forcieren, Reformen in der Bildung, bei den Pensionen, beim Budget, auch Reformen, um Unternehmern wieder mehr Luft zum Atmen zu geben, um Arbeitsplätze zu schaffen, das schafft Wohlstand. Auch das ein guter Hebel gegen Populisten. Also Reformen, ja, und da ist unsere Rolle, diese Reformen zu forcieren, einzufordern und immer wieder Druck zu machen. Zweiter, inklusive auch der Reform des politischen Systems, ja, also auch sozusagen, was die Parteienförderung betrifft oder bis hin zum Wahlrecht. Zweiter Punkt, wehrhafte Verteidigung tatsächlich der Grundrechte. Ich glaube, das ist eine urliberale Aufgabe auch in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese Grundrechte mehr denn je auch wieder gefordert sind, weil alle diese Populisten stellen viele der schon selbstverständlich geglaubten Grundrechte wieder in Frage, ja, was die Emanzipation der Frauen betrifft, was die Gleichstellung von Schwulen und Lesben betrifft, was die Integration anderer Ethnien in unserer Gesellschaft betrifft, all diese Dinge. Die Stellen werden massiv wieder in Frage gestellt und da, glaube ich, muss es unsere Aufgabe sein, diese Grundrechte bedingungslos zu verteidigen. Und der dritte Punkt ist der von mir vorher schon angesprochene Punkt der Teilhabe. Demokratie zu forcieren, Menschen sozusagen mehr zu beteiligen an politischen Prozessen. Ich glaube, das sind die drei Aufgaben, die wir zu leisten haben. Und wenn wir als NEOS diesen Beitrag leisten, dann ist das, glaube ich, auch das beste Mittel gegen das Aufkommen der Populisten in Österreich. Bitteschön. Kann ich auch, also ich würde auch gerne zur FPÖ-Frage antworten. Ich glaube, also es wäre eine super Geschichte, ja. Hofer gegen Strache, Kampfabstimmung würde ich total gerne schreiben, aber ich glaube auch nicht, das wird es nicht geben. Ja. Also der Hofer ist total loyal, der begleitet den Strache seit 10 Jahren, Vizeparteichef, dann hat er ihn zum dritten Nationalratspräsidenten quasi gemacht. Gestern, also ich war bei der FPÖ-Wahlfeier, da haben, also das ist anscheinend das erklärte Wording, ja, also sie wollen den Hofer als ersten Nationalratspräsidenten sehen, wird wahrscheinlich nicht so sein, ja, sollte die FPÖ tatsächlich irgendwann in die Regierung kommen, brauchen sie auch Minister, da werden sie den Hofer wahrscheinlich positionieren und der Hofer hat auch gemeint, in 6 Jahren, sollte er es nicht schaffen, wird er noch einmal als Bundespräsident kandidieren. 6 Jahren kann viel, genau, er hat ja noch genügend Zeit, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, also dieses Duo, ja, Hofer, Strache, also das ist, glaube ich, schon noch ein Team, oder der Hofer ist viel zu loyal gegenüber dem Strache, das wird es nicht spielen, ja, also ich glaube, dieses Duell wäre schön, ja, von außerhalb betrachtet würden das dann, glaube ich, auch viele so sehen, aber ich glaube, in der FPÖ weiß man schon quasi, wer der Chef ist. Also als alter politischer Pragmatiker sage ich Ihnen, und so gescheit ist die FPÖ auch, die lassen den Hofer, so er das jetzt nicht gewinnt, einfach so stehen, wie er da steht. Und das genügt, der ist immer eine Meldung wert, einfach aufgrund seiner in dem Sinn historischen Rolle sehr viel erreicht zu haben, der muss in dem Sinn nichts werden und ist ein zusätzlicher Spieler am Feld, den sie benutzen können. Und ich glaube, das ist er auch gewöhnt. Ich meine, er ist in dem Sinn ja kein Gestalter innerhalb der Freiheitlichen Partei und daher genügt es überhaupt. Ich glaube, wenn man aber schon über Personenentwicklungen redet, ein bisschen mehr müsste man sich engagieren hinsichtlich der Verjüngung der Politik. Das, was leider in der SPÖ und der ÖVP zu wenig diskutiert wird, die sind in der ersten Runde auch gescheitert an der alten Garnitur, die sie präsentiert haben. Ich meine, das war ja ein strahlender Blick in die Vergangenheit mit Kohl und Hunsdorfer und das bringt sie in Wirklichkeit nicht. Interessant wäre, und das hat der Hofer abgedeckt, die Generation, der irgendwo zwischen 40 und 50, das ist sozusagen ein ganz anderes Signal. Ne? Ich meine, das ist in Wirklichkeit vorüber. Ne? Sein Mangel, also meiner Partei, muss ich dann nachsagen, an Fantasie.
ich war nicht der Einzige, der eine Reihe von Vorschlägen brachte, mit denen haben sie gleich gar nicht geredet. Ne? Sozusagen, ich glaube, im Parteivorstand hat sie der Mitterlehner Unterrat und gesehen, da sitzt der Kohl daneben und hat ihn genommen, aus, erledigt. In mangelnder Überlegung sozusagen, was ist die strategische Überlegung? Das habe ich auch deutlich gesagt. Ein Kandidat für die Bundespräsidentenwahl muss sozusagen von der Lebenserwartung die Aussicht haben, zwei Perioden bewältigen zu können. Das ist auch das Problem des Van der Bellen. Ne? Eine zweite Periode Van der Bellen wird es mit Sicherheit nicht geben. Da müsste der liebe Gott sehr gnädig zu ihm sein, aber angeblich glaubt er an den nicht, daher wird es auch nicht stattfinden oder so irgendetwas. Da fehlt es überhaupt. Und das ist die Fragestellung, die, glaube ich, für die politischen Strukturen in Österreich wirklich von entscheidender Bedeutung ist. Wir haben zum Teil Amtsinhaber, die irgendwo am langsamen Auslaufetat sind. Der Name Nissl ist ja schon gefallen, der Erwin Bröll gehört in die Kategorie. Büringer. Mein Freund Büringer sollte eigentlich gar nicht mehr da sein. Nur die können sich offensichtlich nicht intern nicht einigen oder was weiß ich, was der Grund ist. Und das ist abenteuerlich. Und zwar für das politische Leben dieses Landes. Also hier wäre ein bisschen eine Frischzellentherapie von ganz entscheidender Bedeutung. Vielen Dank. Wir hätten noch Zeit für eine kurze Frage oder Anmerkung aus dem Stream. Dann machen wir das und dann schließen wir. Bitte schön. Und zwar hat Herr Christian Hausmann folgende Frage. Warum hatten sich die NEOS, also die Frage geht wahrscheinlich prinzipiell an den Ferry, warum hatten sich die NEOS nicht schon beim ersten Durchgang für Professor Van der Bellen ausgesprochen? Van der Bellen hat viele Züge eines Liberalen, teils auch Konservatives an sich. Er ist kein typischer Grüner. Vielen Dank, Ferry. Das ist einfach, weil es eine noch bessere Kandidatin gegeben hat mit der Irmgard Gries. Wir hätten die Chance gehabt, erstmals eine Frau in diese Funktion zu bekommen. Wir hätten die Chance gehabt, erstmals eine unabhängige, tatsächlich völlig unabhängige Person in dieses Amt zu bekommen. Und wir waren sehr angetan von Ihren Vorstellungen, wohin Österreich gehen soll. Was Ihre Vorstellung von Demokratie und auch von den notwendigen Reformen in diesem Land betrifft, atmet sie viel Luft von dem, wo wir auch unterwegs sind. Und letzten Endes muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich hoffe, das wird nicht als beleidigend empfunden, aber ich finde, sie wirkt auch 15 bis 20 Jahre jünger als der Alexander Van der Bellen, obwohl sie es nur, glaube ich, 3 Jahre ist oder 4 Jahre. Das ist aber leicht möglich. Ja, aber einer 69-jährigen Frau, die 4 Stockwerke zu Fuß raufmarschiert, ohne zu keuchen, das ist auch bemerkenswert. Also die hat da schon, finde ich, eine starke Performance. Und das wäre tatsächlich eine historische Chance gewesen. Ich bin übrigens auch der Überzeugung, dass sie diese Stichwahl gegen den Hofer klar gewonnen hätte. Also auch da hätten wir heute keine Zweifel, wer Bundespräsident wird oder nicht. Und insofern war es für mich, war es für uns auch klar, sie zu unterstützen, soweit wir das tun konnten und wollten und soweit sie das auch wollte. Sie wollte ja unabhängig bleiben, was ich auch richtig finde und auch wir auch akzeptiert haben. Aber viele von unseren Leuten, die in unserer Bewegung aktiv sind, sind auch für sie unterwegs gewesen. Haben aber auch immer dazu gesagt, Alexander Van der Bellen ist unsere zweite Präferenz. Also wenn sie es nicht wird, wenn sie nicht in die Stichwahl kommt, dann werden wir ihn, haben wir eine Präferenz für ihn. So ist es auch gekommen. Bitte dazu, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Thema Gries hier aufbringen. Ich gebe Ihnen recht, ich bin unter Verdacht gestanden, ein Gries-Unterstützer zu sein. Ich habe relativ viel E-Mail erhalten, man soll dem Van der Bellen einreden, im zweiten Wahlgang zu verzichten und quasi die Gries als Kontrapunkt zum Hofer ja anzuheben. Interessanter Vorschlag, ob das überhaupt geht, verfassungsrechtlich weiß ich nicht, habe ich aber sehr lustig gefunden und unterstütze Ihre These. Damit bin ich beim entscheidenden Punkt. Das, was sich die NEOS überlegen müssen, ich bin ein unbezahlter Ratgeber hier, was macht ihr mit dem Gries-Wählerpotenzial? Das bitte geht nicht so einfach, dass man sagt, so, die werden jetzt alle NEOS oder so irgendetwas, sondern da brauchen auch Sie Fantasie. Ich sage ein bisschen kritisch, die NEOS sind wir für meinen Geschmack zu stark unterwegs, eine ganz normale verfasste Partei zu werden. Das mit Sicherheit funktioniert nicht. Sie müssen die Grieswähler anfangen, entweder mit offenen Plattformen und dergleichen mehr. Da habe ich eigentlich noch nichts registriert, vielleicht habe ich es auch so überlesen, aber da braucht es gewisse Übungen, denn, das ist hier in einigen Nebenbemerkungen mit Recht gefallen,
Das, was sich verabschiedet, ist unsere bisherige traditionelle Auffassung von der parteienstaatlichen Demokratie. Da haben wir lang gekämpft, ich auch, bitte, dass sie in der Verfassung verankert wird und dergleichen mehr. Die hat sich aber verabschiedet für die Bürger. Und das soll man in Wirklichkeit nicht unterschätzen. Denn die Beweglichkeit des Wählers ist ein Ergebnis dieses Prozesses, sich loszulösen und allenfalls auch zu wechseln. Frage, wie reagieren die vorhandenen politischen Gruppen darauf? Da habt ihr eine Ausgangschance, weil sie sozusagen noch nicht die lange Tradition haben müssen. Ihr müsst nicht die Tradition der Sozialdemokratie seit Heinfeld oder der ÖVP bei irgendwelchen Gründungsvorgängern verteidigen oder so irgendetwas, aber da braucht es neue Formen von Bürgerplattformen und dergleichen mehr. Das verlangt eine gewisse Beweglichkeit innerhalb des auch bei euch schon ausgebildeten Apparats. Vielen Dank. Damit sage ich herzlichen Dank für die Diskussion, vielen Dank für die Fragen, fürs Dabeisein und wir sind alle gespannt, wen wir morgen als Bundespräsidenten haben werden. Dankeschön. Guten Abend. Guten Tag. Oder auch nicht.